Hallo und herzlich willkommen zurück beim Anwendertraining. Diesmal schauen wir uns die Wiedervorlagefunktion einmal genauer an und wie diese zur Organisation von Aufgaben, den sogenannten Workflows, verwendet werden kann. Außerdem gibt es einige kleinere, aber sehr nützliche Zusatzfunktionen zu entdecken. Die Wiedervorlage nimmt in der Navigation einen eigenen Bereich ein. Nummern symbolisieren die Anzahl der dort verlinkten Dokumente und neuer, bisher ungesehener Zugänge. Die Liste umfasst alle unsere Dokumente mit Aufgaben, die für die aktuelle Kalenderwoche anstehen oder noch aus vergangenen KWs überfällig sind. Wir sehen unter anderem den Dokumententitel, den gesetzten Termin und das Archiv, aus dem das Dokument stammt. Auch eine Kurzinfo zur Aufgabenstellung wird angezeigt. Die Farbmarkierung gibt an, ob eine Wiedervorlage bereits überfällig ist. In diesem Fall ist die Zeile rot hinterlegt. In Gelb dargestellt werden die Wiedervorlagen, an denen wir bereits die Arbeit aufgenommen haben. Grün gibt es auch, wenn Wiedervorlagen erledigt sind. In allen anderen Fällen bleibt der Hintergrund neutral weiß. Über das Symbol in der Spalte Typ können wir erkennen, ob die Wiedervorlage individuell für uns bestimmt ist oder ob wir sie als Bestandteil einer Gruppe im DMS erhalten haben. Beispielsweise könnte eine Wiedervorlage Bewerberin einladen an die Gruppe Personalwesen gegangen sein, in der wir Mitglied sind. Dann muss sie nur von einer Person dieser Gruppe erledigt werden. Es gibt allerdings auch Wiedervorlagen, die von allen Personen einer Gruppe erledigt werden müssen. Über den Knopf In Arbeit signalisieren wir, dass wir die Arbeit an einer Wiedervorlage aufgenommen haben. Die Markierung dient hauptsächlich zu unserer eigenen Übersicht. Nehmen wir eine an eine Gruppe gerichtete Wiedervorlage in Arbeit, entfällt diese Aufgabe automatisch bei den anderen Gruppenmitgliedern. Haben wir unsere Arbeit erledigt, dann schließen wir die Aufgabe mit dem Knopf Fertig fortsetzen. Die Bezeichnung Fertig erschließt sich von selbst. Fortsetzen bedeutet, dass eventuell nachgeschaltete, automatische Wiedervorlagen an andere Personen nun ausgelöst werden. Wir sollten nicht vergessen, dass das Ergebnis einer Arbeitsaufgabe nicht allein durch Fertigsetzen ausreichend dokumentiert ist. Statusknöpfe, Zusatzfelder und Annotationen sind je nachdem natürlich auch erforderlich. Hat sich einmal ein Dokument in die Wiedervorlage verirrt, können wir mit dem Knopf Abbrechen gegensteuern und das Dokument ohne Bearbeitung aus unserer Liste entfernen. Außerdem besteht die Möglichkeit, eine Wiedervorlage weiterzuleiten. Weiterdelegieren von Aufgaben ist ja sehr beliebt und natürlich auch in Bitfarm Archiv möglich. Im Weiterleiten-Menü können wir verschiedene Einstellungen treffen. Wir finden hier die Auswahl der Person oder der Gruppe, an die die Aufgabe gesendet werden soll. Wir können auch den Infotext oder den optionalen Kommentar anpassen, sowie den Zeitpunkt und die Bearbeitungszeit festlegen. Mit dem Schalter Nach Erledigung zurück sorgen wir dafür, dass wir die Aufgabe nach Bearbeitung wieder in unserer eigenen Wiedervorlage finden. Zusätzliche Benachrichtigungen per E-Mail können ebenfalls geschaltet werden, wobei das DMS auch von sich aus auf neue Wiedervorlagen hinweist. Ein Wort zu den zwei Gruppenfunktionen, ich hatte es schon kurz erwähnt. Der Modus Einer für alle bewirkt, dass eine Wiedervorlage dann erledigt ist, wenn ein einziges Gruppenmitglied diese mit Fertig fortsetzen beendet. Beim Modus Jeder einzeln müssen alle Gruppenmitglieder die Aufgabe beenden,
Erst dann ist sie insgesamt fertiggestellt. Wenn wir Wiedervorlagen anlegen oder weiterleiten, fällt uns die sogenannte Controller-Rolle zu. Damit können wir den Bearbeitungsstand beobachten und sogar aktiv eingreifen, wenn eine Aufgabe unerledigt bleibt. Dies funktioniert über die delegierte Wiedervorlagenliste. Zur besseren Übersicht lässt sich die Liste nach dem jeweiligen Status filtern. Im Bedarfsfall nehmen wir eine Aufgabe und leiten sie noch einmal weiter oder ordnen sie gegebenenfalls auch uns selbst wieder zu. Fertige Aufgaben in der delegierten Liste löschen wir über den entsprechenden Knopf. Dabei sind auch Mehrfachauswahlen möglich. Die Filterung Mitarbeiter ermöglicht Vorgesetzten, den Status der Aufgaben ihrer Teammitglieder einzusehen und ebenfalls bei Bedarf steuernd einzugreifen. Über die Pfeile bzw. die Kalenderfunktion können wir uns auch über Aufgaben informieren, die in der Zukunft angesetzt sind. Ein Klick auf den KW-Knopf reduziert wiederum auf die aktuelle Kalenderwoche. Auch in der Wiedervorlage stehen die bekannten Such- und Filterfunktionen bereit, um bei langen Listen gezielter vorzugehen. Normalerweise werden auch die Zusatzfelder des jeweiligen Dokuments angezeigt, sodass wir sie auch bearbeiten können. Benötigen wir den Kontext des Dokuments im Bereich Lager und Archive, so funktioniert dies mit der schon bekannten Tastenkombination STRG U. Jetzt fragen wir uns natürlich, geht das auch umgekehrt? Sprich, gibt es von dort auch eine Abkürzung zur Wiedervorlage? Ja, über die rechte Maustaste auf dem Knopf können wir direkt auf den Eintrag springen. Oder diesen sogar gleich als erledigt markieren. Übrigens, mit der Bereichsschaltfläche haben wir die Möglichkeit, auch ein separates Fenster für die Wiedervorlage zu öffnen. Dieses kann dann zum Beispiel auf einem zweiten Bildschirm platziert werden. Sortierleiste, Kalkulationen und Reports stehen uns in der Wiedervorlage ebenfalls zur Verfügung. Nun haben wir viel darüber gelernt, wie man mit Wiedervorlagen arbeitet. Aber wie werden sie denn nun angelegt? Einerseits kann der Administrator Regeln definieren, auf deren Basis Dokumente automatisch in die Wiedervorlage von bestimmten Benutzern oder Gruppen gelangen. Dies braucht uns hier aber nicht weiter zu beschäftigen. Andererseits können wir jedes Dokument, welches wir in Lager und Archive öffnen, auch einem Benutzer, einer Gruppe oder auch uns selbst in die Wiedervorlage legen. Dies funktioniert über die rechte Maustaste mit Wiedervorlage anlegen. Das Menü mit seinen Funktionen kennen wir bereits vom Weiterleiten. Ein Tipp: Wählen wir weder einen Benutzer noch eine Gruppe aus, dann landet die Wiedervorlage bei uns selbst. Bei oft wiederkehrenden, gleichen Personenkreisen und Aufgaben bietet sich die Nutzung von Favoriten an. Diese werden neben weiteren Voreinstellungen im Optionenmenü konfiguriert. Anschließend sind sie auch als Symbole direkt erreichbar. Das Anlegen einer solchen Wiedervorlage erfordert nur einen Klick. Zum Schluss möchte ich Ihnen noch kurz zwei Funktionen vorstellen, die eng mit der Wiedervorlage verbunden sind. Auf der rechten Maustaste finden wir Dokument abonnieren. Wird nun an einem so abonnierten Dokument eine Änderung vollzogen, so erhalten wir automatisch darüber eine Information als Wiedervorlage. Über das Menü Lesezeichen können wir uns sämtliche von uns abonnierten Dokumente anzeigen lassen und das Abo auch wieder beenden. Die zweite wichtige Funktion bezieht sich auf Abwesenheit und Urlaub. Damit Aufgaben im DMS auch dann weiterlaufen,
können wir wiederum über das Dateimenü eine Abwesenheit eintragen. Unsere Aufgaben werden dann in dem gewählten Zeitraum bei unserem Vertreter angezeigt. Bei ungeplanter Abwesenheit kann dies auch vom Administrator erledigt werden. Mit der Wiedervorlage bietet das DMS ein mächtiges Werkzeug zur Arbeitsorganisation. Hinweisen möchte ich jedoch auch auf die Lesezeichen, die ähnliche und nicht weniger leistungsfähige Funktionen bereitstellen. Welcher Ansatz im jeweiligen Szenario besser geeignet ist, ist eine Frage der DMS-Planung. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis bald.